Das ist eine gute Frage. Ah, das war gut. Dann fangen wir an mit der ersten Frage. Der letzte deutsche Meister, der nicht FC Bayern München hieß, war A. VfL Wolfsburg, B. VfB Stuttgart oder C. Borussia Dortmund? Marco Höger. Borussia Dortmund. Das ist korrekt. 1:0 für die Profis. Wie heißt die internationale Raumstation? A. DSDS, B. ISS, C. DEVK. Und nochmal die Antwort bitte. E. Sehr gut, richtig. ISS war die richtige Antwort. Jetzt kommen wir zu einer Schätzfrage, die ist nicht ganz einfach. Wie viele Tore sind in der letzten Bundesliga-Saison geschossen worden? A. 1054, B. 763, C. 982. Ja, Jungs, geht mal Risiko. Schätzfrage. Nochmal die Möglichkeiten. A. 1054, B. 763 oder C. 982. Wie viele Tore? Ich sag A. 1054, das ist leider falsch. Jetzt seid ihr dran, Jungs. B oder C? 50-50. C? Das ist richtig. 982. Welcher Tag ist der gefährlichste Tag für U-Boot-Fahrer? A. Silvester, B. Tag der offenen Tür, C. Brückentag. Hä? Was ist das denn für eine Frage? Ja? Richtig, der Tag der offenen Tür ist der gefährlichste für U-Boot-Fahrer. Ja, hab ich noch nie gehört. Erklär mal jetzt. Ja, lass beim U-Boot mal die Tür auf und dann gehst du mal schön hochfahren. Ah. Okay. 3-1 für die Kids. Wer ist kein Marvel Avenger? A. Spider-Man, B. Superman, C. Captain America. Spider-Man. Das ist leider falsch. Gehört dazu? Superman oder echt? Captain America? Wer gehört nicht zu den Avengers? Ah, das war dumm. Ja. Leider auch falsch. Ja. Antwort Superman, B, oder? Superman. Damit geht dieser Punkt leider an die Profis. Das wäre die letzte Möglichkeit gewesen. Und Superman gehört nicht zu den... Superman gehört zu DC Comics. Ah, danke. Welche Regel gilt nicht auf dem Bolzplatz? A. Drei Ecken, ein Elfer. B. Abseits. C. Latte Pfosten rettet. Abseits? Das ist richtig. Ja. Abseits gibt es nicht im internationalen Reglement des Bolzplatzfußballs. So, jetzt nochmal eine FC-Frage. Der wievielte Hennes ist gerade im Amt? A, der 6., B, der 8. oder C, der 9. Und die Jungs waren wieder schneller? Der 8. Joshua, das war leider falsch. Knapp daneben, ne? Marco? Muss ich jetzt drücken? 9? Der 9. Das ist richtig, da hatte Marco, die Profis hatten jetzt die Möglichkeit noch zu antworten. 4:3, immer noch Matchball für die Kids. Was ist das größte Tier der Welt? A. Elefant, B. Buckelwal, C. Blauwal. Blauwal? Das ist richtig, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Profis mit 5:3 in ihre Schranken gewiesen. Wie geht's denn euch beiden so im Homeschooling? Homeoffice. Gut. Ja? Gut. Macht Spaß oder nervt es langsam? Nervt. Ja, nervt. Bald wieder in die Schule, ne? Besser als zu Hause, oder? Ja. Mhm. Ja, das ist auch mal was Neues zu hören, ne? Lieber in die Schule gehen als zu Hause bleiben. Ja, jetzt bekommt ihr hier jeder so einen nach Hause geschickt, ne?
müssen den nicht durch zwei teilen. Wir haben so viel Budget rausgehauen, dass jeder von euch einen bekommt. Könnt ihr mal gucken, ob ihr im Zimmer einen vernünftigen Platz dafür findet. Wunderbar, Jungs. Dann vielen Dank, herzlichen Glückwunsch und einen schönen sonnigen Tag noch. Geht ein bisschen Fußball spielen oder so. Dankeschön. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.